das klang nicht gut. Hallo? Du Drecksack. Ja, scheiß auf Fleischwunde. Was war das denn für einer? Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Muni. Ich glaube, ich sollte mal aufhören, immer mit der Brechstange in der Hand rumzurennen. Honey, hat zitter sich? Okay. Nee, oder? Wirklich? Wir müssen durchs Loch? Warte mal, warte mal. Ja, ich weiß, ich habe dir die Augen ausgeschossen. Du bist ein bisschen orientierungslos. Gut. Wollt ihr nur helfen? Wollt ihr nur helfen? Oh, hi. What? Ist ja alles gut. Hey. Ja, ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Oh Mann. Du altes Weichei. Ich würde gerne da hinten irgendwie rankommen. Komm ich denn hier? Gut, haben wir das fast zur Seite gekriegt. Ich weiß nicht, ob das die adäquate Methode ist, das zu machen, aber auf jeden Fall hat es funktioniert. So, damit sind wir zumindest schon wieder fast voll. Jetzt mag ich werde hier bleiben. Mach auf! Papa kommt dich holen! Nein, natürlich nicht. Solo ruhig drinbleiben und verhungern ist schon okay. So. Ab ins... Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, ab ins Headcrab-Loch. So, dann müssen wir halt mal ein bisschen Muni verschwenden. Wenn ich es denn hier mal schaffe. Ja. So. Denn ich springe nicht auf den Headcrab drauf. Das muss nicht sein. So, noch einer. Nicht so. Okay. Schauen wir mal. Wo kommen wir denn hier so hin? Das lässt sich auf jeden Fall schon mal fluten. Scheiße. War das gut? Ich weiß es nicht. Habe ich Sauerstoff? Ich weiß es nicht. Okay, scheinbar schon. So, wie komme ich denn jetzt da drüben, ist die Frage. Ich glaube, ich muss da mal rein. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie die Tasten für den fürs Dingens waren. Okay, hier ist der Ausgang. Ich sehe schon. Wie die Tasten für Aufsteigen und Absteigen waren, weiß ich nicht mehr, aber man kommt ja auch mit den normalen Richtungstasten vorwärts, wenn man die Kamera in die richtige Richtung dreht. So, Daten werden geladen. Wir speichern auch mal wieder, wäre mal wieder Zeit. So, vielleicht auch meine Waffe in die Hand nehmen. Man weiß ja nie. Oh, ich glaube, da sollte ich jetzt noch nicht runter. Nicht, solange ich nicht den Aufzug benutze, vor allem. Was zur Hölle ist das für ein Hebel? Für einen Aufzug? Halt! Eine Aufzugmechanik. So, ach. Irgendwie kann ich mich daran erinnern, als ich das schon mal gesehen habe. Verdammt, verdammt, ja. Ich kann. Scheiße. So, weg mit euch. Weg mit euch. Ich töte euch alle. Und... Feuer! Ja! Oh, 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 oh. Ja, tschüss. Ist schön, wie sie runterschlittern hier. Hui! Was ist hier ein Krach? Oh, ich sehe schon, ich weiß wieso. Wegen dir. Du kleine Frechdachs. Nun gut, dann müssen wir das wahrscheinlich normal machen, würde ich sagen. Und ich denke, diesmal sollten wir es vielleicht ein bisschen besser anstellen dabei, beziehungsweise ich. Aber ich sag's immer wieder gern, ich bin ein Shooter-Noob und, naja. Da müsst ihr halt durch mit mir, ne? So, ich sollte schon mal versuchen, hier was zu erwischen unterwegs. Oh Gott, Gott. Kann ich denn überhaupt? Die kommen ja gar nicht zu mir hin. Hallo. Oh, 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 oh. So, so ein paar zumindest. Hier, den zum Beispiel.
Oder wir laufen. Ach ja, das ist natürlich auch eine Idee. Bombe. So, gut, dass wir es normal gemacht haben. So, ich würde sagen, dann kümmern wir uns einfach mit der Pistole drum. Na, komm. Zählt der automatisch? Okay. Das ist natürlich gemütlich. Wenn ich dann nicht mal selbst zählen muss. Ist das normal? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, schön, dass mal wieder Ruhe ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wo muss ich denn da am besten? Kann man das denn irgendwo sehen? Hier bestimmt nicht, bei der Tastatur. Automatisches Zielen. Das mache ich mal aus. Sonst ist es ja doof. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass es das hier gibt. Aber selbst zielen sollte man schon noch. Das ist ja blöde. Macht ja keinen Spaß sonst. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt zumindest die Handgrabs erstmal alle beseitigt. Alle beseitigt. Ja, wie ich sagte. Oder kommen hier immer neue nach? Das kann natürlich auch sein. Oh, 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 nicht doch. Blub, blub, blub. Verdammt nochmal, ich sollte mir angewöhnen zu speichern. Okay, auf ein neues. So, jetzt mal gleich so, auch wenn das jetzt ein bisschen Leben kostet, ist mir egal, ich war gerade zu faul. Mann, das war ja jetzt nicht so pralle, ne? Da habe ich es schon geschafft, die Viecher alle umzubringen. Halt, warte mal, nicht runterspringen. Ist schon okay. Ja, hat super geklappt. Tschüss. Nein, 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 nein. Haha. Sehr lustig, sehr lustig. Warum ist da so eine Spalte an der Seite? Wer macht denn sowas? Das ist ja unglaublich. Durch diese schmale Ritze falle ich ernsthaft ins Loch. Nein, 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 nein. Kannst du keinem erzählen. So. Oh. Ach, deshalb, ich bin hier gegen das Ding gerannt und weggeflogen. Aha. Na dann. So, ich erwische keinen einzigen. Ist auch okay. Einen immerhin. Ja, zumindest zum Vorbeigehen irgendwie. Schön, wie sie wegschlittern alle. So, ich weiche dann einfach mal aus hier. So. Nehmen einfach mal wieder unsere sichere Position ein und dann würde ich sagen... Shooter Action! Shoot them up! Muss noch ein bisschen hier einfinden. Warte, warte, warte. Nein, nein. Jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich auf die Kiste schießen soll wegen den Mobs. Aber der scheint gar nicht drin zu stecken. Verdammt. Gut, schön Muni verschwendet. Was soll's? So, wir sind bei vollem Leben. Ich spring mal drüber über die Lücke. Okay, da ist er ja. Warte, 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 mein Kleiner. Nicht wegrennen. Bleib hier, Fifi. Bleib hier. Ja? Legst du dich hin? Bist du ein bisschen müde? Ist okay, Kleiner. Ist okay, mein Kleiner. Legst du dich hin? Hast du noch ein bisschen Zeit? Musst du nicht gleich weiterrennen? Ist ja okay, wenn du ein bisschen... Schuhe und Rucksäcke. Ja. Ist doch okay, wenn du dich noch ein bisschen hinlegen willst. Vollkommen in Ordnung. Ja, Papa sagt da gar nichts Böses. Noch mehr Schuhe und Rucksäcke und ein bisschen Muni, okay. Gut, dann wollen wir mal weiterziehen. Was zum... Was genau hat mir jetzt Schaden zugefügt? Ich weiß es nicht. Ach man, ich sollte mir angewöhnen, mein Handy nicht in die Nähe meines Computers mitzunehmen, wenn ich Let's Playe. Aus irgendeinem Grund habe ich ständig Stürmsignale, obwohl ich überhaupt keine SMS oder irgendwas empfange. Wer weiß, wer weiß. Ich bin ja noch einer von der alten, das nehmen wir natürlich auch noch mit, von der alten Schule, was Handys angeht. Ich kann Smartphones auf den Tod nicht ausstehen.
und habe deswegen mir vor kurzem erst ein neues geholt, neues Handy, aber eins von der alten Sorte. Ein gutes altes Nokia, und die haben tatsächlich noch die genau dieselbe Menüsteuerung wie die früheren Nokia, es sind halt nur neuer. Das ist so spitze, muss ich sagen. Okay, speichern habe ich noch gar nicht gemacht, seit ich wieder oben vom Aufzug hier nach unten bin. Sollte man öfter machen, tatsächlich. So, haben wir das? Gut, und von hier aus kommen wir jetzt, jetzt wäre ich beinahe rübergesprungen wieder. Von hier aus kommen wir jetzt hier hin. Okay. So langsam wird's ja. So langsam komme ich ja vorwärts. Endlich auch mal ein bisschen Energie für den Anzug. Auch wenn 30% jetzt natürlich nicht viel sind. Okay, das ist schon mal ein bisschen besser. Nee, was bist du denn? Fall tot um. Keine Ahnung, ob es jetzt zu viel war, aber sicher ist sicher. Und wir haben ja die Munition gerade. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, nicht wahr? Ihr kleinen Fleischsäcke. Oh, die verbrauchen ganz schön viel, stelle ich fest. So ein bisschen kenne ich die Gegner halt aus dem, was ich mal gesehen habe. Aber ich würde es jetzt nicht gleich das Spiel kennen nennen. So. 70 Schläge auf die Kiste später haben wir sie dann auch noch offen. Na komm, jetzt. Okay. Hier drüben haben wir ein bisschen Leben für uns. Das ist gut. Speichern. Und weiter geht's. Und weiter. Tür zu. Dann ist die Tür eben zu. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken hier. Irgendwie muss man doch... Ah, ich kann die Fässer durch die Gegend schleudern, irgendwie komisch. Aber das ist irgendwie eine ganz seltsame Steuerung. Na gut, muss ich jetzt tatsächlich in die Kackbrühe rein hier? Oder ist das ungesund? Nee, es ist okay. Nun denn, warum auch immer das dann vorhin nicht ging, weiß ich nicht. Das war ja auch bloß... Das war ja auch bloß so eine Brühe eigentlich. So, hier komme ich also nicht hoch, wie es scheint. Schade eigentlich. Gut, bleiben wir hier. Ah, ich soll auf die Fässer, oder? Kann es sein? Ja, ich glaube. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Er hüpft von alleine, wenn ich dagegen fahre, schwimme. Ach, was weiß ich. Weg damit. So, wir schwimmen einfach mal weiter. Hier kommen wir ja wieder raus. So, Tür zu. Auch blöd. Ach, geht doch noch auf. Okay. Wir müssen uns nur dagegen werfen. So, so. Und damit sind wir dann auch auf der anderen Seite. Was ist das denn für ein Vieh? Pfui. Schade, dass man die Gegner nicht schlagen kann. Ja, so einer, der ab und zu das Bedürfnis hat, auf die Leichen der Bösen draufzuhauen noch. Na gut, ziehen wir... weiter? Hier geht's weiter. Hässliche enge Gänge. So, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Okay. Das sieht... Oh nein, das sieht nach Jump'n'Run aus. Äußerst unschön. Muss das denn sein? Also, wo die Steuerung noch sowieso schon so komisch ist. Na gut. Whoa. Wenigstens hängen die Kisten fest und bewegen sich nicht noch dabei. So. Flupp, hier brauchst du nicht mal springen, das ist gut. Wow. Aber die sichere Landung sollte man trotzdem noch gewährleisten, natürlich. Okay, ging besser als gedacht. Schieb mal auf die Tür. Und dann mal gucken, wo wir jetzt hier hinkriechen. Na, nicht wieder runtergehen. Schön oben bleiben. Ich speichere mal sicherheitshalber. Kann nicht schaden. Und vor allen Dingen wechsle ich mal wieder auf eine ordentliche Waffe hier. Ist seltsam, manchmal muss man die Türen mit E aufmachen, manchmal muss man einfach nur dagegen rennen. Na, 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 da, nicht doch. Wieso bin ich denn durch das Gitter gefallen? Was war das denn? Das sind Zustände hier. Jetzt muss ich allen Ernstes, Moment. Da machen wir es, nein, nicht speichern. Oh, ich bin blöd. Ich wollte doch eigentlich laden. Ach, egal.
Ja, speichern wir es doch, wenn wir Leben verlieren und nochmal den Weg gehen müssen. Warum auch nicht? Haben wir uns wieder besonders schlau angestellt gerade. Naja, was soll's. So, rüber, rüber und hinüber. Nicht doch. So, sind wir wieder da. Und diesmal wissen wir ja, nicht da auf das Gitter gehen. Nicht wahr, kleiner Gordon?